Ganz herzlich willkommen zum Wetterupdate. Die nächsten Tage ziehen die Tiefdruckgebiete im Gänsemarsch über Deutschland hinweg. Das heißt, es gibt unbeständiges Wetter. Die Schauer und Gewitter, die derzeit aktiv sind, werden in der Nacht zu Donnerstag erstmal abziehen. Dann funkeln zeitweise die Sterne, ehe in den Morgenstunden das nächste Tief heranzieht in Nordrhein-Westfalen mit flächendeckendem Regen. Die Tiefstemperatur liegt in den meisten Regionen zwischen 13 und 8 Grad. Etwas wärmer ist es in NRW oder auf Helgoland, ein bisschen kühler in den Gebirgstälern. Dort wird es bis zu 6 Grad frisch. Der Donnerstag startet dann im Osten recht sonnig, aber vom Westen kommen die Regenwolken dann im Laufe des Tages langsam ostwärts voran. An der Grenze zu Polen bleibt es noch bis zum Abend trocken. Auch im südlichen Bayern, im südlichen Baden-Württemberg ist es trotz vieler Wolken mit ein bisschen Sonnenschein zwischendurch überwiegend trocken. Ansonsten flächendeckender Landregen, den die Natur dringend gebrauchen kann. Die Urlauber hingegen eher nicht. Unter den Regenwolken. Höchsttemperaturen 15 bis 19 Grad. Im Osten und im Süden wird es ein bisschen wärmer, wo die Sonne zeitweise scheint. 20 bis maximal 26 Grad. Also einen Sommertag gibt es höchstens im Südwesten im Breisgau. Die nächsten Tage geht das unbeständige Wetter weiter. Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter. Einzelne davon können kräftig sein.